Servus aus der Oberpfalz-Seite. Wir haben heute Mittwoch einfach wann, also kurz vor 5 Uhr. Und die gehe da hinten sind so Weiher, so eine kleine Weiher runter. Und wir dachten, nehmen wir die mit. Checken wir mal die Lage, schauen, was wir so sehen. Ich will auch ein paar Büttel machen. Ja. Zuller knallt runter. Zuerst wollte ich halt Richtung Gebenbach auffahren. Da hat man es richtig so auf da. Ja, da kannst du auch so schön in der Sonne gehen. Das war einer der größten Steinzeit-Lagerplätze, Dorf halt der Region da oben. Aber jetzt bin ich quasi da. Ganz woanders. Und ja, schauen wir mal da um. Jumin. Der Herbst kommt schon langsam quasi ins Land, ja. Aber der ist mehr so ersichtlich an irgendwelche Streicher halt. Ja, die Bäume haben eigentlich noch gar nicht so richtig Ding. Außer Essigbaum und so, der haben quasi schon richtig feiert. Aber so richtig das, ja, die Herbstbäume, der ist auch so ein Strauchwerk, das ist feiert. Und heute habe ich auch, weil ich hergefahren bin, da so einen anderen Rautenstrauch gesehen. Was mir halt cool gefällt, ist halt, wenn du dann da bei uns da hinten in deine Waldgebiete da hinten halt, halt der brennt die Sonne, du Wichser-Sonne, ohne Scheiß, hey. Jedenfalls da hinten alles so Kiefernwälder und Fichten halt, hey. Und dazwischen stehen dann quasi so kleine Laubbäume halt, die dann halt so Herbstfarben haben, ne. Das fotografiere ich aber gern im Nebel, weißt schon. Aber jetzt muss das ja erst einmal passieren, ja. Meine Fresse heute. Ja, warten brauchst du nicht drauf. Hey. Ist so, it is what it is und wird sein, wann es halt ist, ja. Juhu! Unten Blätter, oben auch Strauch. Oben Blätter, unten kaum Baum. Ja, das ist so ein fucking Merksatz, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Baum und am Strauch, ja. Aber mit dem Gebüsch fange ich jetzt erst gar nicht an. Ich finde die Weiherlandschaft, wo ich jetzt bin, ist so eine der schönsten meiner Heimat, ja, der Region da. Weil das ist echt weit vom Schuss, weißt du, wirst weg von der Straße und so. Da hinten ist die fette Biberburg, ja. Und ja, schaut halt einfach grandios aus. Ich meine, gut, die Zeit ist jetzt nicht da, wir haben jetzt 5 Uhr und das Abendrot und so. Also, das ist echt ein gut oder hey. Ja, muss man mal checken und ich zeig dir mal ein paar Ansichten. Ich war gestern nachts am Weiher, gell? Also so ist nachts am Weiher halt. Ja doch, war nachts, freilich ist es ja gleich Nacht, ja. Brauchst du ja nicht umeinander, hey. Bist scheiße, ist quasi die Nacht hier reingebrochen. Ja, jedenfalls war es dann so, dass auf den, also um den ganzen Weiher um mich, waren lauter frisch gehockt, ja. Immer die gleichen halt, so grünfrische, die waren einfach so da gehockt. Wie wenn sie die quasi da verabredet hätten. In der Form, dass die quasi alle um den Weiher herum sitzen und zwar sehr viele, habe ich quasi noch gar nicht gehabt. Ja, aber man lernt nicht aus, was du halt siehst, gell? Der ist jetzt ja gerade einer mit dem Radl vorbeigefahren heute. Ja, der sieht quasi gar nichts. Je langsamer das quasi da umgeht und im Endeffekt auch beobachtest, desto mehr Eindrücke von der ganzen Natur und so hast du halt dann. Dann siehst du im Endeffekt was, ja. Darum ist das, wie ich immer sage, das ist, spielt quasi aufs Korall, wie weit das kommst. Aber ich bin jetzt auch nicht der, weil sich der jetzt herhackt und eine Stunde hackt, ja, weil man da auch zu fährt. Ne? Geh jetzt mal da hinten Richtung Biberburg, Alter. Richtung Biberburg, ja. Da ist die Burg. Die fette Wanzenparty, Alter. Ja, die checken da ab, hey. Da kommst du wieder rein, das ist was anderes. Ah, leck Arsch, hey. Hammer, grüezi, fix. Da haben wir was am Fressen, Alter.
Ja. Ja, nein, also Marienkäfer. Alles voll. Ja, geht's ab, du. Ne? Ja, so eigentlich bloß gesehen, weil ich da pissen war. Aber es ist alles hier so unscheinbar und filigran da rassen. Einfach Augen auf, ja, dann siehst du was. In der Hut, Alter, ja, und im Wut. Jetzt gehen wir da vier in die anderen Weihe. Yeah! Da waren jetzt einfach so Biber-Dinge, Biber-Bisse an die Bäume halt. Und ich habe auch verschiedene Objektive dabei. Aber ganz ehrlich, war jetzt zu faul, dass ich das Selfie schreibe. Ich mache jetzt einfach, ich mache mal so einen natürlichen Film machen, vielleicht ohne Gelaber oder die nachvertonen. Und einfach mal so die Eindrücke direkt filmen. Ja, ich denke mir aber, ja, komm mal, Alter. Ja, bis ich da umeinander schreibe. Ja. Außerdem ist das so hirschlaus, Wald. Ja, war zwar jetzt keiner an mir dran, aber das bin ich aber nicht in meinem Feng Shui in so einem feuchten Wald, Alter, da neben dem Wasser. Yeah, man. Fuck, Alter, meine Fresse, Alter, die blöden Insekten, ey. Da waren einmal Ameisen, ja, und da hinten, ne, der fette Schwamm, Alter. Schau dir das Gerät an, he. Oh yeah, he, da, Hammer. Ja, und da ist das Ameisennest gewesen. Mal, ja, halt so, ne, aber nix. Ja, ich bin jetzt schon bald um den Weiher da rum. Ich beobachte nur wegen die Lage, Alter. Check die Lage, weil das so. Jeder Weiher hat quasi seine Besonderheit. Und was richtig cool ist, sind die Bäume im Wasser, Alter. Ja, von gut, oder? Ja. Und. Ja, und jetzt, wenn ich dann davon rausgekommen, dann bin ich quasi wieder voll in der Sonne. Ja, und dann gehe ich quasi gegen die Sonne und dann bin ich so heil. Und. Darum ist der Flock jetzt dann aus. Ja, habe ich da jetzt, hab ich die auch mitgenommen. Siehst du mal, wie es quasi da schaut, ja, voll gut, ne? Und bis zum nächsten Mal in diesem Theater, ja. Vielleicht gehen wir dann nochmal da rauf, ja, kann man nämlich rauf gehen, ja, wenn man nicht überall hingehen kann. Das ist quasi unglaublich, ja, und ich, ja, weil ich ja schon angefangen habe, eigentlich wäre ich ganz woanders gewesen, jetzt bin ich quasi da, und das ist aber mein Problem, weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll. Ne? Weil das ist ja quasi alles so schön. Ne? In diesem Sinne, let's fetz aus der Oberpfalz. Bis dann, you mean.